So, wir machen jetzt noch mal noch einen Versuch mit dem Refuse Stockpile. Tut dumm. Am besten zwei Versuche mit dem Refuse Stockpile. Dop, dop, dum, dum. Ich baue nämlich erst einmal jetzt hier einen rein. Auch wenn das jetzt eklig klingt. So. Dieser Stockpile nimmt Refuse auf, aber was nimmt er denn auf? Item Types Refuse. Corpses nimmt er keine auf. Er nimmt keine Body Parts auf, er nimmt Schädel und Knochen auf, weil die schon nicht mehr verwesen. Schalen nimmt er auf, Zähne, Hörner, Hufe, aber keine Haare, keine Wolle. So. Obwohl doch, die nimmt er auch auf. Ups, Status. Weil aus Haaren und Wolle können wir, auch wenn es komisch klingt, neue Sachen spinnen. So. Jetzt gehen wir wieder zurück hier raus. Machen hier noch einmal einen Refuse-Stockpile für Müll, der etwas kleiner ausfällt dieses Mal. Und sagen, du nimmst nur Corpses und Body Parts. Den Rest lagern wir drinnen. So. Und es regnet immer noch. Sind die Händler mittlerweile zum Handeln bereit? Nein, sind wir nicht, weil mein Chefe, mein Leader, noch auf der Party ist. Musste ja sein. Die haben auf jeden Fall jede Menge Holz dabei. Gut, und im Augenblick tut sich auch nicht viel, weil viele Leute auf einer Party sind. Und ich glaube, ich weiß, warum das Zeug nicht versetzt wird. Set Order. Gather Food, Gather Refuse. Genau, ignore Refuse vom Outside. Genau, so, jetzt müssten die aber etwas machen. Hier kann man nämlich Einstellungen machen, wie sich die Zwerge bei bestimmten Sachen verhalten sollen. Also, ob sie Müll von draußen einsammeln sollen und so weiter. Gut. Und ja, die Zwerge müssten jetzt endlich mal in Bewegung kommen. Was machen eigentlich? Mal kurz gucken. Mein Armor und Weapon. Store Item im Stockpile und Drink. Ja gut, sie bewegen sich endlich, weil ich das mit dem Ignorieren ausgeschaltet habe. Und jemand ist erwachsen geworden. Hä? Ach so. Er ist jetzt ein Erwachsener, das heißt, wir geben ihm gleich mal ups. Falsche Taste. Also, Atir Miss Blablabla ist erwachsen geworden. Deswegen kriegt er jetzt mal eine neue Profession-Bezeichnung. Er ist nämlich jetzt auch ein Howler. Erst einmal. So. Und wir stellen mal weitere Tische auf, wenn wir welche hätten. Da sagt der Manager, die Türen sind bald abgearbeitet, dann können die Tische fertig gemacht werden. Und dann die Stühle. Habe ich jetzt endlich den Trader? Ja. Okay.
Ihr habt jede Menge Holz. Das kaufen wir euch mal ab. Da müssen wir nämlich nicht selber welches fällen. Ihr seid ja hoffentlich Menschen und keine Elfen. Obwohl, wenn wir von Elfen Holz kaufen, ist das nicht so schlimm, wie wenn wir ihnen Holz verkaufen würden. So, Chestnut-Harfe brauchen wir nicht. Käfige können wir aber nehmen. Käfige nehmen wir gerne. Barrels nehmen wir auch mal. Mit. Bags. Oh ja, Bags nehmen wir auch mal mit, aber nicht gerade die teuren. Bist du ein Bag? Nein, du bist ein Gauntlet. Und in dir ist was drin. Ach so, deswegen. In euch ist Ropeweed Fiber drin. Clothbin. Obwohl, wir nehmen mal ein paar Ropeweed Fiber Bags. Prickleberry Seeds brauchen wir nicht, aber Bags. Dich. Nee, halt. Da sind Redweeds. Nee. Bist du ein... Ja, du bist ein leerer Ropeweed Fiber Bag und du bist ein... Du bist nur mit Redweed. Okay, dann nehmen wir nur dich. Da sind Vine Seeds drin. Okay. Ein Clothbin, den nehmen wir mal. Dann können wir uns selber mal Bags herstellen. Ropeweed Fiber. Ein Haufen Ropeweed. Also ja, das sind definitiv Menschen. Die haben verdammt viel Ropeweed. So, jetzt kommen wir zu den schönen Sachen. Und nein, es sind doch, glaube ich, Elfen, weil sie verkaufen Pfeile. Fisherberries, White Strawberries, Redweed. Fisherberries nehmen wir mal mit. White Strawberries, Prickleberries. Noch mehr Beeren. Habt ihr noch was anderes außer Beeren und Redweed? Was bist du? Ropeweed Fiber Thread und Crutches. Ne, nehmen wir noch ein paar Strawberries, dann gibt's mal Fruchtcocktail für die Zwerge. So, und jetzt geben wir mal unseren Teil dazu bei. So. Und geben noch etwas obendrauf. Aber wir müssen aufpassen. Ganz wichtig, dass ich nicht aus Versehen mein Artefakt mit weggebe. Grabro-Amulett. Das hier sind Wollsachen, Cave-Sick. Das ist das Zeug, was der Zwerg bei sich trug. Mal kurz gucken. Das hier gebe ich noch alles mal mit, dass wir ihm ein bisschen mehr bezahlen. Jetzt haben wir so um die 30%. Aber ich will mal kurz gucken, wo mein Artefakt gelandet ist. Gabro Krone, Gabro Zepter. Verhandeln wir das gerade? Nein. Gabro. Grizzly-Bärennagel. Nein, ich sehe das Amulett gerade nirgends. Ich hoffe, ich vertausche es jetzt nicht aus Versehen. Sonst könnte das Probleme mit sich bringen, aber nö, ich sehe es nicht hier. Vielleicht trägt es unser Zwerg hier um den Hals.
Gabbro-Amulett? Nö. Okay, jetzt drücke ich auf Trade. Und er verlangt noch Sachen von mir, weil es ihm nicht genug ist. Nö, das war jetzt falsch. Mark All? Nein. Ups. Also erstmal Enter Consider Offer. Jetzt haben wir nämlich ziemlich viel Fehler gemacht. U an Mark All. Shift U an Mark All auf der Seite. So. Gut. Nochmal von vorne. Okay. Gehen wir wieder von oben nach unten. Wir wollten Holz. Nehmen wir mal die ganze erste Seite. Und diesmal bieten wir ihm 50% an. So. Holz wollten wir. So. Du bist Warpweed Fiber. Warp. Nein, wollen wir nicht. Eine Harfers Chestnut auch nicht. Puzzleboxen auch nicht. Waffen wollen wir auch nicht. Die sind nämlich alle aus Holz. So, ihr hattet einen Warpweed Fiber Bag, in dem nichts drin ist. Den nehmen wir. Und eine Bin. So. Und dann nehmen wir noch. Wutsch, wutz, 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 runter. Genau. Nehmen wir noch Fischerberries. Einfach hier ein bisschen Zeug. Bis wir wieder so auf 1000 sind. Oh ja, Wetweed auch ruhig. Gut, 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 so. Und jetzt laden wir wieder Zeug ein. Gabbro, 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 Gabbro. Bis wir ihn mit 500 überzahlen. Also bis wir 1500 an Value zusammen haben. Gabbro, Gabbro, Gabbro. Gabbro, 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 Gabbro. Zum Glück haben wir so viel Finished Goods. So, Trade. Jetzt haben wir gehandelt. Sehr schön. Move Goods. Können wir mal hier wegschicken und den Trader wegschicken. Jetzt will ich mal kurz gucken, wo mein Artefakt ist. Gabbro Amulett. Video Description, aber wir können nicht dazu hinspringen. I am seen. We must go back to the shadows. Und wir haben einen Dieb erwischt. Wo bist du denn? Kobold Dieb. Zoom to Creature. Okay, bist du gerade auf dem Weg hinein? Da musst du nämlich durch ziemlich viele Hunde durch. Zum Creature. Okay, du bist schon wieder am Abhauen. Gut, wir haben dich. Die Hunde haben ihn verscheucht. Deswegen habe ich da nämlich Hunde. Designation Channel. Gut. Was für ein Building haben wir gerade hier ausgewählt? Gut, dann müssen wir das anders machen. Ich glaube, ich habe die Brücke eh falsch hingepappt. Building, wo bist du? Lever. Add new task, pull lever.
Jetzt kommt erstmal ein Zwerg, zieht an dem Hebel. Gut, dankeschön. Und jetzt habe ich hoffentlich keinen Zwerg drunter begraben, oder? Nein. Gut. Du entferne dich mal bitte.